Slowenien ist ein kleines Land. Mit einer Fläche von 20.000 Quadratkilometern umfasst es noch nicht einmal 6% der Fläche Deutschlands. Aber landschaftlich bietet Slowenien enorm viel. Von den Alpen mit bis zu 2.600 Meter hohen Bergen bis zur Küste des Mittelmeeres. Für Motorradfahren ist es ein Traumland. Nicht nur, dass die Fahrer hier willkommen sind, Bikers Welcome kann man überall sehen an der Straße, sondern auch den Straßenwegen selber. Denn kurvenreiche Pässe, manche mit bis zu 50 Spitzkehren, laden zum Fahren und Cruisen ein. Von Stuttgart aus sind es bis zu meinem ersten Domizil in Leschke etwa 640 Kilometer. Hier bleibe ich 4 Tage, mache unterschiedliche Touren vom Hotel aus. Die erste Ausfahrt führt mich auf guten und kurvenreichen Straßen in die Julischen Alpen und später den Fluss Sotscha entlang. Die Julischen Alpen sind ein schroffer Gebirgsstock. Hier findet sich der höchste Berg Sloweniens, der Triglav, mit 2864 Meter Höhe. Nach kurzer Fahrt bin ich in italienischen Landen. Am Lago di Predil bietet sich ein erster Stopp an, um die schöne Landschaft zu genießen. Wenige hundert Meter später ein Überbleibsel aus kriegerischen Zeiten, die sich hier zuhauf finden. Am Straßenrand steht ein altes österreichisches Festungswerk, die Batterie Predil-Sattel. Sie diente der Überwachung der italienischen Grenze. Kaum losgefahren, passiere ich den 1156 Meter hohen Predil-Sattel, bin wieder in Slowenien. Kurvenreich geht es kurz bergab und schon wieder ein Halt. Hier stehen die Ruinen von Fort Predil, einem weiteren alten Festungsbauwerk. Während der Napoleonischen Kriege soll es eine wichtige Rolle gespielt haben. Weiter den Fluss Sotscha entlang Richtung Süden. Der ist nicht nur bei Kanuten und Reftern bekannt und beliebt, sondern auch bei Motorradfahrern. Die Straße am Fluss jedenfalls.
Es geht hinauf auf den Vršič, den höchsten Gebirgspass Sloweniens. 51 Spitzkehren sind es, auf der Südseite 27 und der Nordseite 24. Die ursprüngliche Straße wurde von 1915 bis 1916 als Militärstraße auf Österreich-Ungarn von russischen Kriegsgefangenen gebaut. Allein während eines Lawinenabgangs kamen 400 von ihnen ums Leben. Eine Herausforderung ist der Pass vor allem für motivierte Radfahrer. Während der Slowenien-Rundfahrt 2007 benötigte der schnellste Teilnehmer von Trenta im Süden her für die 12,6 Kilometer und 995 Höhenmeter gerade mal 36 Minuten. Kurzer Halt am Pass in 1611 Meter Höhe. Kaffee gibt es keinen, dann geht es die Serpentinen wieder herunter. Die meisten fahren den Pass andersherum als ich. Die Spitzkehren mit Kopfsteinpflaster finden sich nur auf der Seite von Kranzkiagora aus und sie sollen sich bergauf besser fahren lassen. Aber auch bergab sind die 24 trockenen Pflasterstein-Spitzkehren kein Problem, trotz des Sandes, der vom Hang herunter rieselt. Man muss einfach etwas gemütlicher fahren. Unten angekommen in Kozorok, ein schönes Gartenlokal ist direkt am Jasna-See gelegen. Ein Kaffee mit Kuchen ist die Belohnung. Resümee der Passfahrt auf den Vršič. Es könnte stimmen, dass es sich um die schönste Passstrecke Sloweniens handelt. Gut, kenne bisher ja nur zwei. Da ist der erste Platz sicher. Es ist trocken geblieben, auch wenn es in der Ferne donnert. Genau aus der Richtung Leschke, in die ich zurück muss. Natürlich erwischt mich noch eine dicke Regenwolke kurz vor meinem Hotel. Aber das macht nichts aus, gehört dazu. Es geht wieder in Richtung der Julischen Alpen. Der Triglavski Narodny Nationalpark ist das Ziel. Hier finden sich schöne Straßen, viele Kurven und Kehren und auch der höchste Gipfel Sloweniens, eben der Triglav. Absolut lohnenswert seien die Strecken, so heißt es. Zu besichtigen gäbe es auch einiges. Tja, was soll ich sagen, könnte stimmen oder auch nicht. Nur sind leider derzeit viele Strecken tagsüber gesperrt, sodass ich mich nach Alternativen umsehen muss. Ein erstes Teilstück durch Wald und Wiesen ist dennoch vielversprechend. Nach kurzer Fahrt im Park findet sich am Weg eine Ruine mit einem Mahnmal. Das macht neugierig. Eine traurige Geschichte verbirgt sich dahinter. Als Vergeltung für den Tod zweier Soldaten durch Partisanen brannten deutsche Soldaten im September 1944 alle Häuser des Weilers nieder und töteten die 24 Bewohner.
Das jüngste Opfer war 11 Monate alt, das älteste 89 Jahre. Etwas weiter durch den Wald findet sich ein altes Sägewerk, das auch zu einem kurzen Halt einlädt. Wenn es sich anbietet, weicht man auch mal gern von der Hauptachse ab, sucht sich kleine Nebenstraßen, die dann oftmals auch nicht geteert sind. Ist aber viel schöner zu fahren. Die Mittagszeit erreiche ich die Stadt Bleck mit ihrer sehenswerten Burg. Die auf einem weißen Felsen thronende Festung geht auf das Jahr 1004 zurück und ist eine der ältesten Sloweniens. Ihre heutige Form und ihr Aussehen erhält sie durch die Renovierung nach einem Erdbeben im Jahr 1511. Charakteristisch ist die Doppelstruktur, innen der befestigte zentrale Teil für die feudalen Herren, außen der Teil mit Mauern und Räumlichkeiten für die Diener. Es geht durch dunkle Wälder, Bärenland. Ich sehe aber keinen der Gesellen. Sie scheuen Menschen und Fahrzeuge sowieso. Es ist eine schöne Tour, die Berge hoch und runter. Immer mal wieder liegen kleine, abgeschiedene Dörfer an dem Weg. Hier spielt die Land- und besonders Forstwirtschaft eine wichtige Rolle.
Trotz seiner bescheidenen Fläche ist Sloweniens eines der größten Waldländer Europas. Fast 60% des Staatsgebietes sind bewaldet. Nur in Schweden und Finnland ist der Anteil noch höher. Später geht es einen Fluss entlang zum See Bohinjinska Jezero. Er liegt in einem idyllischen Tal im Südosten des Triglav-Nationalparkes und ist von den Gipfeln der Julischen Alpen umgeben. Vor allem Wassersportler finden sich hier ein. Kajakfahren, Kanutouren und Rafting sind geboten. Auf dem Wasser zahlreiche Kanufahrer, Stand-up-Paddler und auch Badende. Das Wetter passt dafür, Sonne und 28 Grad Celsius, entgegen den Prognosen der Wetter-App. Die sagte heute eine Regenwahrscheinlichkeit von 90% vorher. Wieder hoch in die Berge. Ich bin nahezu allein unterwegs. Oben angekommen, stoße ich auf einige Skigebiete, jedenfalls im Winter. Das Restaurant hat offen, gut für eine Pause. Zurück im Tal geht es zügig zum Hotel. Am Ende kamen 280 Kilometer auf dem Tacho hinzu. Morgen mache ich mich erstmal zu einer nahegelegenen Ruine, der Burg von Begunje, auf. Das alte Gemäuer lässt sich wunderbar erkunden, bis hoch in den Bergfried. Nur ein kleiner Teil ist abgesperrt. Die Burg Kamen, so der deutsche Name, wurde auf einem Felsvorsprung im 12. Jahrhundert von den Ortenburger Grafen erbaut und diente als wichtiger Stützpunkt auf dem alten Frachtweg
über den Bergpass Preval nach Kärnten. Ihre größte Ausdehnung hatte die Burg im 15. Jahrhundert. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts verlor sie ihre Schutz- und Verteidigungsfunktion. Fenster und Türen wurden zur Renovierung des Schlosses Katzenstein verwendet. Die Dachziegel sollen heute die Pfarrkirche St. Ulrich in Begunje decken. Den Verfall stoppte man erst ab 1959. Von hier aus geht es nach Lust und Laune durch Täler mit kleinen Ortschaften und hoch in die Berge und Wälder. Weg von den größeren Städten der Ebene. Es treibt mich wieder in Richtung der Julischen Alpen. Deren Name bezieht sich übrigens auf Gaius Julius Caesar, der hier in der Region das Municipium Forum Julii errichten ließ. Vorrangig geht es nur auf kleinen Seitenstraßen vorwärts, einfach treiben lassen und schauen, wohin mich das Motorrad respektive die Straße und die Abzweigungen so führen und was es da zu entdecken gibt. Teilweise wusste ich gar nicht genau, wo ich bin. Einige kleine Dörfer durchfahren, zahlreiche kurvenreiche Strecken mitgenommen, sowie einen Pass. Irgendwann kommt mir ein Ort bekannt vor. War ich gestern schon. Aber aus der anderen Richtung. Thank you.
also immer weiter, eine Rast gemacht, dabei einen landestypischen Eintopf genossen, ab und an die Drohne eingesetzt und am späten Nachmittag zurück im Hotel gewesen.